Arbeitgeber Bundeswehr, ein Beruf, der fordert und erfüllt als Hauptfeldwebel und erster Wartungsmechaniker Tornado. Der Reiz bei der Arbeit ist es halt einfach, die Verantwortung über ein Flugzeug zu tragen. Ja, mit meiner Unterschrift unterschreibe ich quasi für zwei Menschenleben. Es ist immer was Besonderes eigentlich. Mein Name ist Marcel Duvel, ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Hauptfeldwebel hier im Aufklärungsgeschwader 51 Immelmann am Standort Jagel. Meine Aufgabe ist es, erster Wartungsmechaniker am Tornado zu sein. Ein erster Wartungsmechaniker ist hauptsächlich dafür da, um Inspektionen am Flugzeug durchzuführen. Das heißt, man muss sich das ungefähr wie am Auto vorstellen, ne? Eine ganz normale Inspektion am Auto, das halt nur am Flugzeug. Anders als beim Auto, das Auto kann an der Straße rechts anhalten und so ein Flugzeug kann ich einfach rechts oben in der Luft anhalten, wenn es mal Probleme hat. Das heißt, wir müssen die Augen offen halten und zu Fehlern auch ganz ehrlich stehen. Also die Verantwortung ist natürlich ein sehr reizvoller Punkt und das ist für mich kein Problem. Ich bin im Rahmen meiner Ausbildung an die Verantwortung herangeführt worden und dementsprechend ist das Selbstbewusstsein im Laufe der Zeit auch gestiegen und dementsprechend habe ich keine Probleme mit dieser hohen Verantwortung. Ja, und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ruf, dann komme ich sofort hoch und werde dir dann helfen. Ich habe das komplette Spektrum. Ich habe Menschen, die ich führen muss. Ich habe halt ein zugeteiltes Team, was ich jeden Morgen bekomme. Und für die trage ich die Verantwortung. Der Menschenumgang ist das A und O. Ich war unter anderem 4 Monate lang im Ausland tätig, in Afghanistan, in Mazar-e-Sharif. Und dementsprechend habe ich natürlich jede Menge Erfahrung gesammelt. Man ist halt auch viel selbstbewusster geworden dadurch, dass man halt mit Menschen, die man vorher gar nicht kennt, natürlich viel schneller in Kontakt kommt. Und man kommt halt eigentlich fast mit jedem klar. Ne? Also wir arbeiten hier im Schichtsystem. Man hilft halt natürlich auch Kameraden mal aus. Wenn das heißt, der eine muss sein Kind früher abholen oder so, dann tauscht man halt untereinander auch schon mal die Schichten. Also es ist sehr flexibel. Die Bundeswehr ist aus meiner persönlichen Sicht ein guter Arbeitgeber, weil man kann sich darauf verlassen, dass das Geld immer pünktlich da ist. Das Geld kann natürlich immer mehr sein, davon mal abgesehen, aber es ist halt schon sehr gutes Geld. Die Möglichkeiten bei der Bundeswehr, sich beruflich weiterzubilden, ist sehr groß. Die Truppe, die ist halt riesig und dementsprechend gibt es viele Tätigkeiten, die man halt auf jeden Fall lernen kann und ausüben kann. Meine Erwartungen in diesem Beruf wurden voll und ganz erfüllt. Man hat eine gewisse Vorstellung, aber das wird über Weiten übertroffen.